ist bestimmt richtig toll, so ein Ra so der Captain eines Raumschiffs zu sein. Was ist da? Noch ein Katamaran. Vernichtet ihn! Vor allem, es ist eine reine Fernkampfeinheit. Es kann nicht... Es kann das Raumschiff nicht angreifen, wenn es zu nah dran ist. Schiffe, die zu nah dran sind, kann der Katamaran nicht mehr angreifen. Darum sind gegen solche Schiffe Raumschiffe sehr effektiv. Wieso gehe ich immer aus... Jetzt habe ich auf die Windows-Taste gedrückt. Genau. Zerstört das. Oh, wie sie dann daherkommen mit ihren Einheiten. Oh. Jetzt bauen wir mal ein Transportschiff. Nicht mal Gott könnte dieses Schiff versenken. Boah, wie geil hört sich das an. Doppelzentner Heu auf einen Kilometer, okay. Was ist da? Oh nein, Raumschiff, hör auf anzugreifen. Mehr Kohle in den Kessel. Was für ein Spaß. Was für ein Spaß. Oh yeah. Das kannst du laut sagen, Cole. Und jetzt wird noch der Befreiungsschlag erlernt. Oder eher gesagt erforscht. Und jetzt dahin. So ein Triceratops-Titan ist doch was Schönes. Oh yeah, Alter, das geht ab jetzt. Sie dürfen nicht entkommen. Hey, wo wartet ihr? Auf dem Weg. Sie dürfen nicht entkommen. Ich zerstöre hier mal alles. So muss ich nur noch den Hafen finden. Und die eventuell restlichen Schiffe von denen. Und dann, ja. Was für ein Spaß. Dann habe ich das eigentlich auch geschafft. Yeah, zack, zack, los, schießt, ihr Armbrustschützen. Ich gehe vor. Rock'n'Roll und los. Da da. Dum 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 dum. Und los. Dürfen nicht entkommen. Endlich Action. Rock'n'Roll. Na, das war. Und los. Ich denke mal, ich werde vielleicht schon mal die ganze Armee rüberschiffen. Wir sind da.
Lauf, du Brocken. Stampf los. Oh, da ist der Hafen. Aber da sind ganz bestimmt noch ein paar Einheiten da, also. Ich denke mal, ich werde mir auch noch mal ein zweites Schiff gönnen. Also Transportschiff halt. Oh oh, da ist ein Ankylo-Gift-Katapult. Macht euch bereit. McCall in den Kessel. Naja, die brauche ich jetzt nicht mehr. Da hole ich mir doch noch lieber einen Kriegsmammut. Da werde ich die jetzt mal rüberschicken. Bin bereit. Was? Arbeit? Von mir aus. Kriegsmammut, steht bereit. Kriegsmammut steht bereit. Sag jetzt nicht, es kann da nicht rein. Bin unterwegs. Hart am Wind. Hart am Wind. Bin unterwegs. Was gibt's? Oh, bereit. Wir sind da. Hier. Was gibt's? Hier. Ach, wegen den Arbeiter. Da kommt die Fähre für die Arbeiter. Das ist nur für Einheiten des Kriegshäuptlings. Boah, ein Kriegshäuptling, Oscar. Weil, die schicke ich dahin. Auf dem Weg. Und die zerstören hier noch den Rest. Da kommt wieder ein kläglicher Angriffsversuch. Oder ein Angriffsversuch, der wie immer kläglich scheitert. Es wird dann aber kein Zurück mehr geben, Leute. Keine sind gespannt, kein Problem. Jemand verletzt. Steht er. Überlebt. Manche Leute würden das vielleicht Rohstoffverschwendung nennen, aber ich nenne es nur Platz machen. Ah, oh, da ist das Schiff gleich da. Das passt gut. Ich kann nie, weil ich kann jede einzelne Kampfeinheit brauchen. Von mir aus. Von mir aus. Von mir aus. So. Wird hier gleich mal eine Tierfarm noch gebaut. Und eine Kaserne. Keine sind gespannt. Kein Problem. Geht's los? Und los. Dann geht's los. Ziele. Lasst uns kämpfen. Los! Wo
Okay. Ich gehe vor. Dallan. Bela greift da. Was wollte ich schon sagen, greift da hinten an. Schnappt sich da hinten des Dings. So, dann kann ich hier die Baufläche mal nutzen. Um hier noch so die letzte Verstärkung zu holen. Würde ich es mal nennen. Doch noch ein bisschen Action vor dem großen Kampf. Nächste Aufgabe. Geht's los? Okay. Geht's los? Hey, boah, warte. So, Artefaktsucher. Ich geh vor. So, sie hat das Knochenamulett. Ja, bitte. Und er hat alle Infanterieeinheiten des Spielers. Okay, den Basaltring. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch irgendwas Großes machen sollte. Ich baue mir da drüben noch einen Hafen. So, just for fun. Dann kommen hier einfach noch ein bisschen ein paar Axtkrieger. Axtkrieger kann ich immer brauchen. Lasst die uns zerfallen! Ich werde für euch kämpfen. Ja. Krieger steht bereit. Ja. Krieger steht bereit. Und mir ist egal. Egal, was ich sagen wollte. Unterwegs. Krieger steht bereit. Und dann baue ich mir auch noch mal einfach mal nur noch aus Prinzip zwei Ballistentürme hin. Das muss ich jetzt hier noch ein bisschen hinziehen und ich nehme jetzt, glaube ich, mal mindestens schon zu ungefähr 2 Stunden auf. Ja. Naja, da kriege ich wenigstens ein paar Folgen zusammen. Ah, alles klar. Wir müssen jetzt dann sehr taktisch vorgehen, ja. Wir klopfen an, stürmen rein, machen alles kaputt und gut ist. Was? Vorwärts, ihr Mutterseele! Ich glaube, danach würde ich noch was essen. Nächste Aufgabe. Geht's los? Da lang. Okay. Platz da. Seile sind gespannt. Hier! Verdammt ruhig. Wo sind wir denn hier gelandet? Das nennt man einen Hintereingang, mein Lieber. Offensichtlich Schwachstelle in ihrer Verteidigung. Aber wenn dir das zu einfach sein sollte, könnten wir auch einfach vorne reingehen. Da sieht man gleich ein Tor aufgehen und ungefähr die halbe Armee durchrennen. Aber kein Problem für mich. Wieso rennen die da jetzt hin?
wartet ihr? Okay. Diese Aufgabe. Okay. Was für ein Spaß. Platter. Kann ich helfen? Ah ja, ach, das ist doch nicht die halbe Armee. Bei mir kam dann mal... Früher kam... also als ich das letzte Mal gespielt habe, da kam viel mehr. Ja. Da kommen ja noch mehr. Ja, das ist ja toll. Aber die werden mich auch nicht lang aufhalten können. Was für ein Spaß. Okay. Na 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 na. Was für Spaß. Oh, Kampf der Titanen, los! Titanen, greift Titanen, greift die Titanen an. So, und jetzt würde ich mal das olle Tor kaputt machen. Ja, er ist tot. Okay. Und jetzt rein da. Oh, da ist noch ein Brachiosaurus. Ich will kämpfen. Könnt jetzt theoretisch noch von hinten da hinten rein und alles platt machen. Was ich vielleicht auch machen werde. Und los! Auf dem Weg! Aber nee, es lohnt sich nicht. Ich geh vor. Mehr. Es würde die Folge einfach nur zu... einfach nur... da lang. Zu sehr verlängern. Sie dürfen, weil ich muss zudem eh einfach nur den Tempel hier platt machen. So. Und Bewahrerin des heiligen Ashnabar. Stina, Hüterin der Mikroben und Verteidigerin des Penedlins. Lasst Barry frei. Und was gibt dir das Recht, mein Volk niederzumetzeln und mir ein Männchen... diese stattliche Armee. Ja. Ja, gut. Gut. Wie die teilweise Jesus unsichtbar ist. Endlich. Ich dachte schon, es würde nie jemand kommen. Kommt mir das nur so vor oder wollen ein paar Wüstenreiter mit uns mit? Gut, vielleicht können Sie uns bei der Suche helfen. Und was wird aus meinen Schwestern? Ich glaube, das regelt sich ganz von allein. Genau, und jetzt alle an Bord! Okay. Das war doch mal was. So. Und die nächste Mission ist der Wüstenstamm. Aber... und das Spiel da mit den Wüstenreitern. Aber ich würde mal sagen, das... und dann... kommt dann in der nächsten Mission ein... nicht in der nächsten, sondern beim nächsten Mal dran. Weil wir haben jetzt ja gleich schon 20 Uhr. Ja.
Also Leute, dann natürlich wie immer, bewertet den Part, je nachdem wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls auch ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, praise the Sun. Yo!